Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Ark Storytime. Wir sind wieder hier vorne, also immer noch eigentlich. Der Plesio ist noch da und schwimmt hier noch vor uns. Und bevor wir anfangen, hier vorne ist ein Alpha Raptor. Ich weiß noch nicht, welches Level er hat, aber es ist Level 50. 11k Leben hat er. Das ist doch schön. Wir machen Folgendes. Wir legen den jetzt erstmal. Und zwar machen wir das Ganze so 200 IQ mäßig. Wir können zwar nicht hier weiter ranschwimmen, aber wir können mal versuchen, da rauf zu schießen. Und dann wird der Kollege... Jetzt haben wir ihn doch mal getriggert. So, das wollte ich doch nur erreicht haben, ja. Jetzt kann er nichts machen und wird sterben. Er rennt wieder weg. Hat er verstanden, dass er im Wasser nichts machen kann gegen mich? Da hat sich doch mal wieder jemand entschieden, jetzt rauszukommen aus Wasser. Sehr schön. Jetzt haben wir ihn endlich. So wollte ich das. Haben wir nochmal 6 Level oben drauf gekriegt. Sehr schön. So, haben wir knapp 10k Leben und 561,6 Damage. Sehr schön. Den Plesio können wir jetzt erstmal hier lassen. Dann fliegen wir einmal in die Base zurück, bereiten ein paar Dinge vor und dann begeben wir uns auch wieder in die Unterwasserwelt, weil wir werden jetzt die nächsten Folgen wahrscheinlich erstmal ein bisschen in der Unterwasserwelt chillen. Wir haben zwar oben hier auch noch 3 Höhlen, 4 Höhlen. Wir haben noch ein paar Höhlen auf jeden Fall, die wir hier machen können. Die werden wir auch noch machen, aber ich habe momentan Bock auf Wasser. Das ist halt für mich was komplett Neues und dadurch macht es mir halt einfach auch extrem viel Spaß, das momentan zu machen. Ansonsten jetzt, wo wir endlich mit dem Video anfangen können, nachdem wir den Alpha gekillt haben. Wir haben aktuell unter dem letzten Video 82 Kommentare. Das sind so viele Kommentare wie noch nie auf einem Let's Play von mir, was schon mal mega nice ist. Da seid ihr auf jeden Fall gut eskaliert und vor allem Berserker hat da, glaube ich, die meisten Kommentare geschrieben. Generell waren auch sehr viele hilfreiche Kommentare dabei, nochmal ein paar Tipps gegeben, was man noch so machen kann und so. Mega nice. Ansonsten gab es noch einen sehr schönen Kommentar auch unter dem Video, vielleicht blende ich den nochmal ein. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache, motiviert auf jeden Fall nochmal mehr, dann eben Videos zu machen, auch wenn ich natürlich auch so motiviert bin. Gar keine Frage, aber es ist nochmal schön, sowas zu lesen. Ansonsten hat dieser Kanal auch die 200.000 Klicks überschritten, was auch mega cool ist. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass wir das überhaupt schaffen. Und das vor allem in der Zeit. Also wir hatten gerade erst die 100.000 Klicks quasi überschritten vor 2 oder 3 Monaten. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir für die ersten 100.000 über 10 Monate gebraucht tatsächlich. Und das ist einfach unglaublich für mich. 200.000 ist einfach sehr, sehr viel. Und ja, natürlich ist es eben auch durch die Guides und Tutorials so, dass so viele Klicks zustande kommen. Aber es freut mich trotzdem mega. Auch die Let's Plays kommen ja einfach sehr gut bei euch an. Das freut mich auf jeden Fall. Und auch unter diesem Community-Post gab es einfach sehr, sehr viele nette Kommentare. Vielen Dank auch dafür. Das soll es dann auch erstmal mit Lobeshymnen auf euch gewesen sein. Ich habe soweit erstmal für Focal Chili alles vorbereitet und baller eben mal hier das ganze Wasser rein und hole nochmal Stroh, damit wir auf jeden Fall dann das Kibbel herstellen können, weil das brauchen wir unter Wasser auf jeden Fall nochmal. Würde immer noch gerne einen Basilo zähmen, der, und das habt ihr mir in den Kommentaren auch nochmal gesagt, hat sich aber auch ein bisschen angerissen in der Folge, ist ja so resistent gegen alles Elektrische quasi, also gegen diese ganzen Quallen und Aalgeschichten sind wir dann safe und das ist gut für die Unterwasserhöhlen. Die eine habe ich ja zwar schon mal gemacht, habe ich ja schon gesagt. Die andere aber auch noch nicht. Und die soll ziemlich hart sein, habe ich gehört. Deswegen macht das, glaube ich, Sinn, Basilo zu zähmen. Außerdem wolltet ihr auch ganz gerne, dass ich mal so einen Kraken zähme. Was aber, glaube ich, relativ schwer ist, weil es ist quasi ein Passiv-Tame, aber man muss dafür sorgen, dass der Kraken quasi was packen kann, damit man ihn füttern kann. Habe ich nur gesehen... Danke für deine Meinung dazu. Jedenfalls habe ich den Satz verloren, den ich gerade gesagt habe. Also da müsste man auf jeden Fall was für vorbereiten, damit man dann Kraken zähmen kann. Wird also in dieser Folge noch nicht. Aber was auch mega gut ist, ist, dass der Plesio auf Nummer 3 steht, der Seetiere irgendwie so, ne? Vom Ding her, wie gut der halt ist. Das ist gut, weil das war super zufällig, dass wir den gezähmt haben und wir hatten noch mega viel Glück damit einfach. Davor steht dann halt noch der Mosa, beziehungsweise wie ich auch sage, Mossa. Und ich werde auch dabei bleiben und dann eben ganz oben die Krake, beziehungsweise der Kraken. Man weiß es nicht. Da sind wir auf jeden Fall ganz gut aufgestellt und ich würde nochmal versuchen in dieser Folge mit dem Plesio an so einen Alpha-Mossa ranzukommen. Ja, vielleicht kriegen wir einen Basilo, das wäre mega gut und ich würde gerne einen Alpha-Mossa legen. Mosa. Denn der soll ja auf jeden Fall schwarze Perlen droppen und das auch nicht zu wenig, wenn ich das richtig gesehen habe. Das wäre auch ein Vorteil für den ganzen Tech-Kram, den wir noch so herstellen können. Ja, wir gehen also auf jeden Fall mit großen Schritten eigentlich Richtung Bossfights, beziehungsweise ich entdecke das Spieler noch so ein bisschen, was auch sehr, sehr gut ist. Feiere ich auf jeden Fall. Aber back to action quasi und ich steuere nochmal den Vulkan an und irgendwie ist immer noch nichts an Ressourcen nachgespawnt, was langsam ein bisschen ätzend wird, denn ich fliege aktuell nochmal ein bisschen rum, um Ressourcen zu sammeln, damit wir einfach auch den Industrial Cooker mal machen können. Denn das wäre
wäre mal ganz praktisch, den zu haben. Müssen wir nicht immer Wasser nachfüllen und so weiter. Dann könnte ich jetzt auch einfach die ganze Zeit rumfliegen und anderen Stuff machen, weil das Wasser ja halt durchläuft. Wir müssten nur genügend Ressourcen reinpacken. Ein paar Metallquellen haben wir hier noch. Wir bräuchten aber allerdings 3600 rohes Metall. Aber vielleicht ja mit der Spitzhacke. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist gut, dass wir diesmal eine Lila haben. Gut, 83 ist jetzt nicht die Welt bei 3600, aber wir gucken mal, was wir machen können. Wäre nochmal nice, wenn das jemand mal in die Kommentare schreiben würde, ob er auch dieses Problem hat, dass im Singleplayer einfach die Sachen nicht nachspawnen und da vielleicht auch einen Tipp für hat, dass das mal wieder funktioniert. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal weiter und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hoffentlich irgendwie 3600 Metall zusammen habe. So, wir haben es zusammen. Ich habe jetzt nochmal 1500 Metall im Argi, 2000 sind schon in der Schmelze drin. Ich musste zwischendurch einmal zur Base zurückfliegen, sonst wäre es zu viel gewesen. Ich habe jetzt quasi jeden Fitzel Metall, den es hier so gibt. Also, oh, das sieht hier noch gut aus, das nehmen wir jetzt mal mit. Also auch das Metall mitgenommen, wo halt eigentlich nichts rauskommt. Das war jetzt mega viel. Ich glaube, insgesamt auch irgendwie 20 Minuten gedauert, das jetzt zu farmen, aber dadurch werden wir jetzt den Industriekocher machen können. Ich hoffe, wir haben jetzt alles dafür zusammen. Das Metall sollte reichen. Die Frage ist jetzt halt nach Zement zum Beispiel. Okay, ich habe gerade mal nachgeschaut, es fehlt jetzt noch Polymer und Zement. Das ist aber nicht so schlimm, weil es sind eh erst 700 Metall durchgeheizt worden. Das heißt, den Industriekocher machen wir dann wahrscheinlich eher nächstes Mal. Das hält uns jetzt aber nicht davon ab, nochmal ins Wasser zu gehen. Das heißt, wir reparieren dann einmal die Taucherausrüstung und craften einfach auch nochmal eine neue. So, wir haben wieder 18 mal Kibbel. Das heißt, für uns geht es jetzt wieder runter ins Meer. So, einmal die Montur wieder anziehen. Und eigentlich würde ich gerne Basilo ziehen, aber ich würde auch gerne einen Alpha-Mosser legen wollen. Ist ja denn vom... Ja, das Leben ist mittlerweile ganz regeneriert. Da sind wir auf 9900 Leben, was schon mal ziemlich gut ist. Aber hier war doch irgendwo auch der Alpha-Mosser. Oder wie die Experten sagen... Mosser. Also ganz schlimm wäre halt, wenn so eine, wenn eine Krake ankommen würde. Das würde ich nicht gut finden. Da wäre ich schon mal dagegen. Oh, da ist ein Tintenfisch. Da ist ein Kraken. Das habe ich jetzt gar nicht so gerne. Ich glaube, wir legen den Mosser. Wir kriegen das hin, Leute. Wir schaffen das. Oh Gott. Jetzt kommt wieder die Aale. Oh, ich habe mich so erschrocken. Oh, ich dachte irgendwie, der Tintenfisch kommt an, macht eine fiese Attacke oder sowas. Keine Ahnung, was ich dachte, ey. Die haben einfach einen Damage-Output. Das ist unglaublich. Kann das sein, dass die noch, wenn die zusammen sind, kriegen das so einen Buff oder sowas? Da hat man gerade so eine Verbindung gesehen bei den beiden. Also ich persönlich finde das Wasser einfach ultra gruselig. Wenn man sieht zu wenig. Alter, ist der groß. Der ist aber vom Damage her schlecht. Der hat nur 4 Punkte in Damage. Aber ich weiß halt nicht, ob der uns packen kann. So, ich hätte gerne den Moser hier direkt bei uns gerne einmal. Gerne auch ein Stück nur hergezogen, dass wir ein bisschen mehr wieder die Kontrolle hier unter uns haben mit dem Boden und so. Gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Er hatte gar kein Interesse daran, so weit wegzuschwimmen, ne? Warum schwimmt er jetzt so weit raus? Ein Bait. Zum Tentakel, Mann. Weiter raus dürfen wir nicht. Oh nein. Oh, holy moly. Oh nein. Der darf uns nicht kriegen. Ich weiß halt nicht, was der Tintenfisch alles packen kann. Wenn er uns packt, dann ist es, glaube ich, nicht so gut. Auch wenn er nur 4 Damage hat. Also 4 Punkte auf Damage verteilt, quasi. Ey, das sieht der auf. Fies aus, so, oder? Mit diesen Reißzähnen da an den Tentakeln. Wir haben dem Moser eigentlich echt schon gut Schaden gemacht. Aber das Problem ist, dass er halt immer direkt neben dem Tintenfisch schwimmt. Ich sage immer Tintenfisch, aber das funktioniert nicht. Ein Drittel seines Lebens ist er ja eigentlich schon los. Versuch nochmal, ihn irgendwie ein bisschen zu locken. Ah, der Tintenfisch kommt direkt hinterher. Das gefällt mir nicht, weil ich nicht weiß, wie viel Damage-Output der dann hat. Kloppen die sich jetzt? Okay, ich habe mal reingeschaut am Dodo-Text. Krake sollte man in Ruhe lassen. Auch wenn die nur so ein bisschen Damage macht. Die soll super gefährlich sein. Ist ja nicht Oh, was willst du denn jetzt noch, Kollege? Ich erkläre gerade ein bisschen was, ja? Keine Zeit jetzt für dich. Die Krake kann uns tatsächlich packen und soll dann ein paar gute Attacken haben, die uns fertig machen. Das ist so ein bisschen das Problem aktuell. Ich brauche jetzt irgendwas, was ich opfern könnte, beziehungsweise was ich raufschicken könnte, damit dann dieser Krake das Tier packt und mich nicht mehr packen kann und ich dann angreifen kann. Ich würde sagen, kleine Planänderung. Wir haben ja auch noch weiter hinten welche gesehen. Letztes Mal, vor dem wir ja weggeschwommen sind. Vielleicht können wir da irgendwie einen Stich landen. Ich finde ihn jetzt nicht wieder und mit dem Kraken ist mir das irgendwie zu gefährlich, ehrlich gesagt. Nicht so das große Interesse daran, daran zu sterben. Wir müssen irgendwo ein Schneebiom auf jeden Fall. Holen wir uns den nächsten. Let's go. Hier war's. Ziemlich genau hier. Jo, da ist ja Nummer 1. Ach, der ist ja zum Glück nur Level 90 mit 118k Leben. Das ist ja easy. Aber der hier unten, der hier letztes Mal rumkreuchte und Fleuchte. Jetzt haben wir halt den Basilo gerade hier, ne? Level 60. Der wäre jetzt nicht so hoch vom Level, aber vom Ding her könnte man das regeln. Der ist jetzt auch relativ weit oben. Das würde sogar gehen, wenn ich gerne einen Alpha-Mosa killen würde. So, vielleicht war das die schlimmste Entscheidung meines Lebens heute, aber ist der Basilo doch jetzt zähmbar, richtig? Ich habe nur übelst Angst, abzuspringen. Ich finde das halt spooky, jetzt abzuspringen, ne? Weil ich habe halt mein Plesi-Höhe. Da ist noch einer. Auch Level 60. Interessant. Der schwimmt doch jetzt nicht zu den Quallen. Okay, der würde
wenn wir 3 Kibbel brauchen. Ist das der Alpha vom letzten Mal? Jetzt kommen wir aber ganz schön in Zwiespalt so langsam. Ist das jetzt der Alpha vom letzten Mal? Da unten ist er doch. So, der Basilo ist jetzt relativ weit oben. Komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir müssen es jetzt machen. Ich habe ein bisschen Schiss, ich zugegebenermaßen. Da sind doch jetzt 2 Alphas. Ja, das könnt ihr komplett knicken, dass ich das jetzt hier mitmache. Also, im Dunkeln, no way, ich warte jetzt bis hell ist. Es ist wieder ein bisschen heller geworden, als ob ich da jetzt so runtergehe und was zähme, wenn es einfach stockfinster ist und man einfach gar nichts mehr sieht. Das kannst du dir nicht ausmalen, solche Geschichten. So, Le Basilo ist immer noch alleine unterwegs. Wir haben 2 davon. Leute, ihr braucht mich nicht hier die ganze Zeit trollen. Es waren eben 2 von euch hier unten. Renderdistanz ist halt so ein Ding. Das ist ja quasi an der Wasseroberfläche, da kann ich ja mal eben hingehen, oder? Bin der Ultra der Schisser, weil man von allen Seiten und Richtungen hier angegriffen werden kann. Oh, was ist das? Und warum ist denn nur Level 1? Okay, ich muss mich, glaube ich, davon entfernen. Ich habe gerade im Dodo-Dex nachgeguckt. Das ist dieser riesige Wal, den man auf keinen Fall begegnen möchte. Was spawnt denn hier alles im Wasser? Das ist ja Wahnsinn. Alter, was ist das? Oh, das sind einfach 2 Alpha-Mosas und dieser Alpha... Riesenwahl. Ei, will aus dem Wasser raus. Basilo, lass dich zähmen. Ich kann nicht mehr. Das ist langsam zu viel des Guten hier. Gut, der Alpha Mosa ist nur Level 20. Der hat nur 66.000 Leben. Oh, endlich hat er nochmal gefressen. Sehr schön. So, jetzt weg hier. Weg, 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 weg. Genug vom Wasser für heute. Wir hauen ab, Leute. So, wir haben's. Wir haben jetzt unseren ersten Basilo. Der ist leider nur Level 89. Da ist nicht mehr so viel raufgegangen. Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich würde sagen, dass wir uns einfach in der nächsten Folge wiedersehen. Dann werden wir uns auf jeden Fall mal dem Alpha-Mosser vornehmen. Der Level 20er. Da könnten wir ein paar Perlen rauskriegen. Und mit diesen Perlen könnten wir dann tatsächlich versuchen, diesen Kraken zu zähmen. Vielleicht holen wir uns irgendwie ein paar Megalodons, die wir da raufschicken. Und mal so ein bisschen gefangen halten lassen quasi, damit wir dann die Perlen reinschmeißen. Dann schauen wir mal weiter. Das wäre auf jeden Fall mega cool, wenn wir noch so einen Kraken kriegen würden. Mir erreicht es an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal mit der Unterwasserwelt. Das war schon wieder Nervenkitzel pur für mich da. Vor allem mit diesen ganzen neuen Viechern, die ich heute wieder für mich entdeckt habe. Der Basilo ist gezähmt. Das war auch schon Stress genug, irgendwie 2-mal da Futter reinzuschmeißen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn dir der Kanal gefällt, lass gerne ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und...